Ich bin immer noch in der Zugspitzregion auf Entdeckungsreise. Heute geht es hoch auf 1638 Meter zum Kreuzeck. Mit der Bahn. Die Fahrt dauert ein paar Minuten und ich kann ganz entspannt zuschauen, wie sich die Welt im Tal immer weiter entfernt und immer kleiner wird, die Zugspitze immer größer wird und auch die Wachsensteine sehe ich mal aus einer ganz anderen Perspektive. Oben am Kreuzeck angekommen, kann man in zahlreiche Richtungen wandern. Ich genieße erst einmal die Umgebung und die Bergwiesen. Dann wandere ich Richtung Osterfelder Kopf bzw. zur Hochalm, die allerdings geschlossen hat. Der sehr gemütliche Weg führt mich vorbei an imposanten Aussichten und Felsen. Es geht zwar bergauf, aber noch nicht so viel. Der Höhenunterschied vom Kreuzeck zum Osterfelder Kopf beträgt rund 400 Meter. An der Hochalm angekommen gibt es nur Wanderer und Kühe. Immerhin können die Kühe hier genüsslich ihr Berggras futtern, die Alm ist ja zu. Ach ja, eine Bergbahn gibt's hier auch noch. Die fährt vollkommen allein hin und her. Ich steige also in die Bahn und lasse mich zum Osterfelder Kopf fahren. Während ich schon wieder gemütlich mit der Bahn unterwegs bin, könnt ihr mir gerne ein Abo und einen Daumen hoch dalassen. Das Wetter ist Mitte Juli eher durchwachsen und kühl. Dafür sehe ich, wie schnell die Wolken um die Alpspitze ziehen. Obwohl die Alpspitzbahn Alpspitzbahn heißt, fährt sie nicht auf die Alpspitze, sondern nur bis zum Osterfelder Kopf. Die Alpspitze kann man nur zu Fuß erklimmen und erklettern. Um die Besucher trotzdem auf den Berg zu locken, gibt es eine neue Aussichtsplattform, die Alpspix-Plattform. Sie bietet einen Ausblick in alle Richtungen, ja, auch nach unten. Man sieht es etwas schlecht, aber es geht 1000 Meter nach unten. Wie ein großes X ist die Plattform über den Bergrand gespannt und sogar von unten aus Greinau zu erkennen. Für mich ist die Plattform neu, aber ich war auch zuletzt im vergangenen Jahrtausend hier in der Region. Die Plattform wurde übrigens schon 2010 eröffnet. Ohne Kletterausrüstung kann man hier oben noch ein Stück Richtung Alpspitze wandern. Es ist aber ziemlich windig und kalt, schließlich ist es ja Mitte Juli. Na gut, ich bin ja auch auf 2000 Metern Höhe. Also fahre ich bald wieder hinab ins sommerliche Tal. Also dann, genießt die Woche und entdeckt was Schönes.